Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Folge The Last of Us. Ja, wir sind jetzt, ich sag mal, Richtung Ende unterwegs. Wir sind noch nicht ganz am Ende, aber wir sind Richtung Ende unterwegs. So, ich drücke schon mal fortfahren. Ja, und schauen wir mal, wie es weitergeht. Ich habe jetzt ein paar Tage Pause gemacht, weil ich habe jetzt letztes Mal auch dreimal gestreamt hintereinander am selben Tag. Jetzt mal ein paar Tage Pause. Und jetzt habe ich wieder Bock. So, Leute, ich hoffe, ihr haltet das aus. Ich esse hier noch nebenbei bloß so ein paar Physalis, wer die kennt. Die schmecken gut und sind gesund. So, ich bin mal gespannt, wie es heute weitergeht. Wo es jetzt hingeht. Da. Da wären wir, stimmt, hier haben wir letztes Mal aufgehört, genau. Das war, oh Gott, nach diesem riesigen Horrormonster, Alter, hört mir auf damit. Wer nicht weiß, wovon ich rede, guckt euch die letzte Folge an. Ich habe alles auf YouTube hochgeladen. Also YouTube ist aktuell, bis auf diese Folge, die ich jetzt natürlich jetzt gerade mache. Aber ansonsten ist aktuell. So, und da würde ich sagen, geht's auch schon los. Alles ist so cool mit dem Wasser hier. Alter, es ist so cool. In ihre komischen Enkel Pfeifsignal. lief nicht nach Santa Barbara. Er sorgt sich um unsere Mom, was sie unseretwegen mit ihr machen. Sollte er sich denn sorgen? Er muss sich jetzt auf seine eigene Sicherheit konzentrieren. Was könnte ihr passieren? Ah, das sind so Anfassbecken, Müssen Eltern für wo die du Sünden reinfassen ihrer kannst. Kinder büßen. Aber unsere Mom ist tiefgläubig. Sie wird das durchstehen. Gibt es Wege, ihr zu helfen? Er kann sie nicht zum Gehen überreden. Niemand könnte das. Mich beschäftigt mehr, was sie mit ihm anstellen könnte. Boah, Alter, das ist so cool. Lev, es tut mir leid. Lev, komm schon raus. Lev! Er wurde schon gefressen von dem Zombie. Bitte komm her! Weißt du, ich frag mich, ob er die gesehen hat. Er liebt Haie. Liebt Haie und hasst das Meer, hm? Er war wirklich offen zu dir. Unsere Todesangst hat uns verbunden. Er meinte, du warst sehr mutig. Er lügt. Ich weiß nicht, wie ich dir danken soll. Musst du nicht. Ich hab's für mich getan. Nice. Apex. What? Apex Legends. Lol, das ist cool gemacht hier. WTF. Alter, wie viel Arbeit in diesem Spiel steckt, das ist Hörst du unglaublich. das? Holger, einen Moment. So, da bin ich wieder. Ich muss noch schnell meinen Tee hier ready machen. Eine Sekunde. Ein Tee ist wichtig. Er hat sich aufgehangen. Was hast du da? Sie tut dir nichts. Okay, pass auf. Holzmädchen. Nice. Ach, Mann.
will, dass du nochmal wirst. Okay, einmal noch. Ja, so schnell. Willst du auch mal? Das wäre keine gute Idee. Warum? Sie beißt mich doch nicht, oder? Nein, versprochen. Nice. Kann ich nochmal? Das würde ihr bestimmt gefallen. The heck? Was war das für ein Wurf? Ach Mann, ich will nicht so eine Bindung zu dem Hund, weil ich weiß, was mit ihm passiert. Weiter nach ihm suchen. Ach Mann, jetzt ist es so sad. Denkst du, wer könnte eure Mom überzeugen? Wenn sie ihn so sieht, erwürgt sie ihn mit bloßen Händen. Was hat er dir erzählt? Nicht viel. Aber eure Leute, sie nannten ihn Lily. Lange Zeit habe ich nicht verstanden, warum er die Regeln anzweifelt. Die Tradition. Als er mir erzählte, was er empfindet, sagte ich ihm, er muss es für sich behalten. Ich hoffte, das legt sich wieder. Eine Zeit lang war es okay. Dann schor er sich den Kopf. Wie einer der Männer. Das war Selbstmord. Dann seid ihr weg? Ich brüllte ihn an. Ich schlug ihn. Ich war so. Hey, ich habe eine Idee. Suchen wir was Schönes für ihn. Ha. Komm. Suchen wir ihm was zu spielen. Was meinst du, warum er es getan hat? Den Kopf rasiert, meine ich. Letzte Woche hat er seine Rolle in der Gemeinschaft bekommen. Er wollte Soldat sein, wie ich. Aber sie haben beschlossen, er wird die Frau eines der Ältesten. Es ist Tradition. Armes Kind. Was? Was? Er wird die Frau von... Was? Ich habe jetzt gar nichts verstanden. What? Hä? Wieso wird er die Frau von jemandem? What? Was? Habe ich jetzt irgendwie nicht zugehört oder irgendwie? Was haben die für komische, weirde Bräuche da? Wo ist Santa Barbara? Das ist in Kalifornien. Wo ist Kalifornien? Okay, also da unten. Das ist Seattle und das ist Santa Barbara.
Nice. Und unsere Insel? Die ist zu klein, aber sie wäre hier oben. So weit. Ja. Das ist schon sehr weit. Hier muss es noch irgendwas geben. Nein. Nein. Es gibt was Besseres als diese Shirts. Wollen wir wetten, es wird ein Haifisch? Wow. Ein feuchtes Nix. Ein ganz feuchtes Nix. Und da ein Hai, habe ich mir doch gedacht. What? Der wird's nicht? Ah doch. Wie wär's hiermit? Das ist perfekt. Mel liegt falsch, weißt du. Du bist ein guter Mensch. Du kennst mich nicht. Ich weiß genug. Abby, kannst du aufhören, mich zu beklauen, bitte? Tut mir leid, ich wusste nicht, dass alles im Aquarium dir gehört. Na klar, mein Aquarium, mein Zeug. Nur ein Witz. Nimm dir, was du willst. Du nicht. Hast du Lev gesehen? Ja, er war gerade da hinten. Kann ich mit dir reden? Ich komme nach. Sie dachte, ich meine das ernst. Ich und Kinder. Ja. Aber dich mögen sie. Also, du wirst doch mitkommen, oder? Ich kann nicht. Wieso? Du weißt wieso. Wir können das hinkriegen. Es ist zu spät. Nein, nein, es ist nicht. Ich weiß. Es ist ein ziemliches Chaos. Ich weiß. Aber wir könnten glücklich sein. Abby. Wir dürfen glücklich sein. Hast du das gehört? Oh je. Was hat der Junge jetzt getan? Lev! Komm zurück! Lev! Was hat er vor? Er will zu ihr. Zu wem? Seiner Mom. Sie wird ihn umbringen, Abby. Ist das Boot fertig? Noch nicht. Wie lange brauchst du noch? Ein paar Stunden. Fuck. Wir halten ihn auf. Wir nehmen ein Boot aus dem Yachthafen. Hey, sie ist frisch operiert. Mir geht's gut. Nur sie kann ihn finden. Ich komme mit. Owen? Sie wollen auf die Insel. Ja, eben. Ich lasse sie nicht allein gehen. Doch, das tust du. Ich kann helfen. Ja, indem du das verdammte Boot klar machst. Setz Prioritäten. Ja, gehen wir. So sieht's aus, Leute. So sieht's aus. Da ist der Yachthafen. Wie geht's dir? Alles gut. Okay. Oh wei. Nutzen Wolves diesen Ort?
Hier liegen ein paar unserer Boote. Okay. Alter, ich muss erstmal wieder begreifen, was ich hier alles hab. Okay, das brauche ich erstmal nicht. Okay. Okay, gut. Ja. Wo sind wir eigentlich gerade? Ich schätze, wir müssen nach unten zum Hafen. Dann geht's auf die Insel. Oh, das wird doch nichts. Und jetzt? Ah. Hier. Ich hab dich. Ich schaff das. Okay. Shit. Mio Mai, Alter, mit einem Arm. Die ist echt krass drauf, ey. Vorsichtig. Scheiße, ey. Okay. Also, wie kommen wir unentdeckt in dein Dorf? Es gibt Stellen am Ufer, wo man heimlich anlegen kann. Und dann auf Nebenstraßen. Sind Sie sicher? Sicherer wird's nicht gehen. Meinst du, Liv ändert seine Meinung nochmal? Weiß er, worauf er sich da einlässt? Ich dachte schon. Er hat eine Schwäche für sie. Ich meine, sie ist seine Mutter. Ja, klar. Wie kommen wir denn hier zum Yachthafen? Sieht aus, als müssten wir außenrum. Oh, na super. Natürlich müssen wir außenrum. Sonst wäre es ja nicht spannend, Leute. Natürlich müssen wir schwimmen. Jetzt sind wir ja schon am Hafen. Oh je. Schon sind wir in den Abflüssen. So, ich muss mal kurz das nachladen hier. Aber auf jeden Fall wieder de-equippen. What the hell? Was ist das hier für ein Weg, Alter? Als ob man keinen anderen Weg finden würde. Wir sind auf der anderen Seite. Wir müssen zur Straße hoch und außen rum. Okay, klingt gut. Das klingt gut.
Ach, wieder Zettel. Wie habe ich die vermisst? Fuck. Hier hat jemand Galgenmännchen gespielt. So, wenn ihr das lesen wollt, wie immer. Warte, können wir was bauen? Ja, ne? Aber ich habe auch keine Schlagwaffe mehr, so wie es aussieht. Okay. Auf nach oben. What the fuck? Bleib auf dem Dock. Ich besorge ein Boot und hol dich ab. Nein, ich kann helfen. Dabei nicht. Ich schaffe das, okay? Okay, ab hier geht's wieder alleine weiter. Klingt gut. Muss ich denn jetzt meine eigenen Leute erschießen? Weil wahrscheinlich werden das unsere Leute sein, die damit rumballern. What the hell ist da los? Ist auch cool, wie da einfach eine Audiospur abgespielt wird und dann ist Ruhe. What the hell? Runter! So. Abby, was zum Teufel? Manny? Bist du allein? Ja. Alter. Shit. Dieser Scharfschütze ist ein Profi. Was machst du hier draußen? Die Boote. Wir sollten heute die Insel angreifen. Dann tauchte dieser Pendejo auf. Ich habe jemanden losgeschickt. Bald sollte Verstärkung kommen. Sollte. Ich brauche eins der Boote. Sofort. Wieso? Erklär später. Dann wirst du mir wohl helfen, diesen Kerl auszuschalten? Na los! Das klingt gut. Okay, wo ist er? Unten bleiben! Mein ganzes Team getötet. Keine Sorge, wir kriegen ihn. Scheiß Eindringlinge. Was für Eindringlinge? Au, oh, what the fuck? Ah, dort, okay. Shit. Wieso? Keine Ahnung. Wait, ist es Tommy? Alter, das könnte Tommy sein. Oh, und jetzt? Wow. Alter, what the fuck? Ja, natürlich, er läuft hier. Ich schleiche wenigstens hier langsam rüber. Und er läuft rüber und wird nicht getroffen, Alter. What the fuck? Alter. Fuck, what? Alter. Und jetzt? Digga, das ist... Oh Gott. Yikes. Also wenn das Tommy ist, ist er echt gut. What the fuck?
Fuck. Alter. Vergiss die Straße. Shit. Okay. Was sollen wir machen? Los, rein in die Garage. Wir nutzen das als Deckung. Bin direkt hinter dir. Los. Hä? Und jetzt? Was soll ich jetzt hier drin? Ach so, oh, die wollen. Oder meinen die. Der Karren fällt auseinander. Wir wohin? Weg. Ah, da drüben rein. Los, los! Hier rein! Alter. Fuck, er ist gut. Ach, wirklich? Wir sollten die Eindringlinge verfolgen, statt zur Insel zu gehen. Da läuft immer noch was? Vielleicht gerade im Moment. Mi oh mai, das war gerade. Alter, wenn das Tommy war, ist er wirklich gut. So, Flammenwerfer nachladen. Bloß wenn das Tommy ist, dann weiß ich natürlich auch, dass wir ihn nicht töten werden. Zumindest hier noch nicht. Sie zu uns. Bereit machen. Runner! Linke Seite! Abby, pass auf! Mann, er sagt linke Seite, Alter. What the fuck? Alter, zwischen links und rechts gibt's einen Unterschied, mein Junge. Da geht's nicht weiter. Verdammt, nicht schon wieder! Wow, 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 wow. Das war fucking knapp. Alter. Kann's kaum abwarten, ihn zu kriegen. Wirst du aber noch nicht, meine Liebe. Wenn das Tommy ist. Abby, hier drüben. Oh, ach so, ach du Scheiße. Hab gar nicht gesehen, dass es da runter geht. Okay.
ist er hin? Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Oh, what? Ups. Halt auf den letzten Metern jetzt hier. Wo ist er hin? Er kann nicht weit sein. Runter! Verdammt! Pinche muerto! Esta! Okay, jetzt nicht nachlassen! Pass auf! Alter. Wir haben dich, Pendejo! Fuck! Was ist da hin? Fuck. Wenn du das Arschloch zu Isaac bringst, stehst du wieder gut. Manny! Scheiß drauf! Lass uns... Oh, fuck. Tja, da ist er wohl tot. Fuck, da draußen. Ich hab ihn schon gesehen. Hin. Whoa. Oh Gott. Fuck. Oh Mann. Zurück. Sie weiß, wer er ist, oder? Wir nehmen das Boot.
keine Wahl. Boah, sieht cool aus. Guck, lass Boot. Wir müssen ihn holen. Weißt du, wohin er will? Zu unserem Haus. Weil dort unsere Mama. Wie weit ist es? Über die Insel. Wow. Was ist mit deinen Leuten? Wir nehmen Wanderpfad. Wir werden uns nicht sehen. Erstmal alles aufgerüstet hier. Okay, die tauschen wir. Gegen die Shotgun. Weil mit einem Schuss komme ich nicht weit. Ja, das hat mir mein Freund gesagt. Sie nutzen den Sturm als Deckung für ihren Angriff. Außer Isaac ändert seine Meinung. Euer Anführer, Isaac. Was will er? Dass die Kämpfe enden. Aber zu welchem Preis? Inzwischen zu jedem. Hier oben. Meinst du, du kannst klettern? Es ist der kürzeste Weg. Eben, mit einem Arm klettern, Alter, das muss ja voll scheiße sein. WTF. Hey, da wären wir oben. Was gibt's hier drin? Abby, ich hole Vorräte. Nur für den Fall. Oh, und eine Münze. Idaho. Nice. Hier tue ich mal den Schalldämpfer draufschrauben. Ich wette, wir werden ihn brauchen. Schon mal gesehen. Tut mir leid, wegen deiner Freundin. Nicht zu ändern. So, Leute, wenn ihr es lesen wollt, ihr wisst Bescheid. Abby, warum hilfst du uns? Das hat Lev mich auch gefragt. Ich schätze, weil ihr das nicht verdient habt. Aber auch, weil ich es wollte. Musste einfach. Oh. Ist das euer Dorf? Krass. Nein, das ist Hagen. Unseres liegt dahinter. Nicht trödeln. Sie könnten dich sehen. The fuck? Alter, wie lang ist dieses Spiel noch? Rennen wir jetzt durch dieses gesamte Dorf? WTF. Oh nein. Was ist das? Das ist unser Warnsignal. Deine Leute sind hier. Die ganze Insel ist jetzt alarmiert. Wir müssen uns beeilen. Ach du Kacke. Isaac. Wir sind jetzt mitten in einem Kriegsgebiet. Die andere Hälfte, wenn meine Leute ankommen. Manche verstecken. Die meisten kämpfen. Lol. Alter, wie cool ist das denn? Digga. Ich fühle mich irgendwie gerade, als wäre ich in einem anderen Game. Als wäre ich in so einem Mittelalter-Spiel. What the heck? Wie cool ist das denn? Alter. Guckt euch das an. Digga. Ich feier das. Oh, aber natürlich liegt ja auch Papier rum. Fuck off. Ich hab die Schnauze voll vom Lesen. Leute, ihr könnt gerne, wenn ihr wollt, aber ich bin raus. Wo sind alle? Ja, vielleicht zwar interessant, aber ja. Digga, es ist schon cool.
Unglaublich cool. Hühner, Schafe. Nice. Möge uns ihr Licht durch den Sturm führen. Wenn du in Finsternis wandelst, suche nach dem Licht. Was war das? Hat mein Dad immer gesagt. Okay. Wir müssen da hochklettern. Ich bin ja mal gespannt, wie der ganze Shit hier endet, ohne Witz. Ich bin ja mal unglaublich gespannt. Oh, wir müssen vielleicht mal wieder was... Ah, Pfeile bauen können wir nicht, ne? Oh, wait, das hier ist gut. Das wollte ich ja schon machen. Der Baum ist fertig. Atem anhalten. Ja, ich weiß nicht, ob mich das so... Warte mal, juckt mich hier eigentlich noch was? Schneller Medikits. Impulsdauer. Ich glaube, dann juckt mich doch der Baum hier am meisten. Okay. Bringt sie in Sicherheit! Los! Gar nicht gut. Wie kommen wir hier durch? Ha, gute Frage. Sägemühle. Das große Gebäude rechts mit den Fackeln. Da okay. Kommen wir raus? Ja, da können wir durch. Perfekt. Dann los. Das wird interessant. Schließ das Tor! Riegelt das Lager! Na, das wird sehr interessant. Nur durch die Angst finden wir wahre Stärke. Ich bin nicht bereit. Für das Wohl deiner Nächsten und für dein Leid bist du bereit, wenn die Zeit kommt. Oh, fuck. Irgendwie will ich die auch nicht töten, weil... Weiß nicht, die haben hier ihr eigenes Leben und... Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht so scharf drauf, die alle tot zu sehen. Was bei irgend so einer räuberischen Banden schon wieder was anderes ist, aber bei den Leuten hier bin ich jetzt echt nicht so scharf drauf, die alle umzubringen. Kacke, wo geht's denn hier hin? Bringt mir nur leider gar nichts. Ich weiß nicht wo. Oh, fuck. Komm, 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 komm.
Alter. Ja, da muss auch weichen. Sorry. Oh, du verrätst uns sonst, Monsieur. Gibt's eigentlich eine Trophäe oder ist es möglich, gar keinen zu töten? Das wäre mal spannend zu wissen. Ach du Kacke. Ja, die lassen wir einfach da. Müssen nur aufpassen, dass die uns nicht sieht. Ciao. Yara, hier runter. Seht ihr, wir mussten bloß zwei Leute ausschalten. Das war verrückt. Wir sind nah dran. Okay. Bald in meinem Dorf. Ach du Scheiße. Sie beschützen uns. Yara, wir müssen hier weg. Isaac, was tust du da? Geschenk. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Scheiße. Ja, das kam jetzt aber. Das kam jetzt aber echt mies unerwartet. Sie sind jetzt in unserem Gebiet. Zeigen wir ihnen, was sie verdienen. Durch ihre Liebe werden wir überleben. Goodbye. Wohin jetzt? Wir schlüpfen durch die Hütte da vorne ab. Ja, am Holzlager. Wohin haben sie die Kinder gebracht? Sie haben überall Unterschied. Wenn ein Tag in Kraft kommt, bringen sie von der Insel weg. Gut. Wir wussten, dieser Tag kann zu kommen. Okay, was gibt's hier? Das könnt ihr auch gerne lesen, wenn ihr Bock habt. Okay. Können wir durch das Horn pusten? Oh, jetzt wird geschossen. Okay, ich schätze mal, hier hinten geht's nicht weiter. Wir gehen erstmal hier hinten in die Hütte. Leute, was ist das denn, Alter? Ach nein, wieder die ganzen 1000 Zettelschnipsel, bitte nicht. Cool ist das schon. Mann. Bitte beschütze ihn. Pillen. Und noch mehr Zettel.
Also ich liebe dieses Spiel und jede Facette davon, aber die 100 Zettel sind nicht so mein Fall. Ich meine, ich verstehe, wofür die sind. Für Leute, die halt wirklich mehr noch Neben- oder Hintergrundwissen haben wollen, ist das natürlich richtig geil. Also, ne, die Leute sollen das auch bekommen. Also da, ne, will ich jetzt ne, irgendwie. Aber für mich ist das halt nix. Ich meine, klar, wenn da mal ein paar interessante Nachrichten dabei sind, aber das war auch in welchem Spiel? In Cyberpunk, Alter. In Cyberpunk gab es auch so viel zu lesen, das hat schon keinen Spaß mehr gemacht. Mir zumindest. Ich spreche von mir. So, jetzt muss ich mal überlegen. Also, was wollten wir hier noch machen? Also, erstmal hier. Hier will ich eigentlich nichts machen. Hier weiß ich es noch nicht. Hier will ich nichts machen. Hier will ich nichts machen. Und hier will ich eigentlich auch. Warte mal, dann machen wir hier die Stabilität bei dem Ding. Weil ich verziehe oft mit dem Ding. Dann machen wir hier die Stabilität. Das ist jetzt, was mich am meisten noch interessiert hat. So, und da wir fast am Ende sind. Warte mal, was machen wir denn noch? Hier ist nicht so wichtig. Machen wir von der noch die Stabilität, würde ich sagen. Trophäe, Mechaniker. Das ist cool. Also ich feiere, am meisten feiere ich echt noch mit hier diese Sequenzen, diese Umbausequenzen. Also das hast du in keinem anderen Game. Ja, und mehr kann man nicht machen. So, das reicht aber auch. Ich finde es aber auch cool, dass man jetzt zum Beispiel am Flammenwerfer nichts mehr machen muss, weil, ja. So, dann wählen wir die aus. Und hier ist nachgeladen schon. Hier ist auch nachgeladen. Okay. Gut, dann können wir weitergehen.